Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es im LS22 darum, wie du die perfekten Einstellungen für dich findest. Das gehen wir mal gemeinsam durch. Im Startmenü angekommen, schauen wir uns den fünften Reiter auf der linken Seite an, und zwar in den Optionen. In den Optionen angekommen ist der erste Punkt allgemeine Einstellung. Hier kannst du zum Beispiel die Sprache im Multiplayer verändern oder auch den Hilfefenstertyp anpassen. Des Weiteren kannst du hier die Steuerung wählen, mit der du das Spiel spielst. Spielst du es mit einem Gamepad oder auch mit einem Lenkrad, solltest du das Ganze hier auf Anstellen. Spielst du das mit dem Head-Eye-Tracking, solltest du das auch anstellen. Force-Feedback auch auf An. Ich denke, das Ganze ist selbsterklärend. Was ihr aber nicht anstellen solltet, ist das Thema mit der Y-Achse. Das solltet ihr auf jeden Fall auf Auslassen. Im Bereich der Lautstärke könnt ihr das ganze Spiel anpassen, so wie es euch am besten gefällt. Mögt ihr das Radio nur im Traktor haben oder generell auch im Menü, mit welcher Lautstärke, sollte die Lautstärke der Umwelt so hoch wie möglich sein oder eher weniger, weil das Rauschen vom Regen euch nervt. Das Ganze könnt ihr hier einstellen. Einmal die Lautstärke gesamt, die Lautstärke für die Musik, Lautstärke für die Fahrzeuge, das Brummen der Motoren, beispielsweise Lautstärke der Umwelt, wenn es regnet, stürmt, schneit, die Lautstärke im Radio, die Lautstärke im Menü, wie laut ist der Ton, wenn ich auf einen Reiter drücke, die Lautstärke im Sprachmodus, wenn ihr gemeinsam online spielt, dann habt ihr die Lautstärke der Spracheingabe, das ist die Aufnahmestärke deines eigenen Mikrofons. Da vielleicht mal ein bisschen mit den Kollegen, mit denen ihr zusammenspielt, Absprache halten. Ist es zu laut? Ist es zu leise? Und dann habt ihr noch den Spracheingabemodus. In den Bildschirmeinstellungen geht es jetzt in die Richtung der Grafikeinstellungen. Hier seht ihr bei weitem nicht alles, was ihr einstellen könnt, weil ihr könnt nämlich das Hardwareprofil, unser Punkt Nummer 1, noch selbst genauer und perfekter für euer Profil einstellen. Hier oben beim Hardware-Profil seht ihr, wir können zwischen niedrig, medium, hoch oder sehr hoch wählen. Das sind voreingestellte Profile. Die Bildschirmauflösung solltet ihr so wählen, welche Auflösung ihr auch bei eurem Bildschirm habt, mit dem ihr das ganze Spiel spielt. V-Sync sollte an sein, das schätze ich selbsterklärend. Fenstermodus spielt ihr im Vollbild, exklusiver Vollbildmodus, Fenstermodus vielleicht sogar. In meinem Fall spiele ich hier im Vollbildmodus. Die Auflösungsskalierung auf 100%. Hier ist es auch zu empfehlen, nicht mehr als 100% zu nehmen, aber auch nicht weniger. Helligkeit im Spiel, selbsterklärend. Hier beim Sichtfeld könnt ihr anpassen, wie soll die Breite eures Sichtfelds sein. Da könnt ihr vielleicht mal ein bisschen rumprobieren, was ist für euch das Beste. Ich persönlich spiele mit 60, kenne aber auch einige, die mit 70 oder 80 Grad spielen. Das Ingame-HUD-Skalierung habe ich auf 100%, das könnt ihr aber auch natürlich runterstellen. Was ist mit Kamerawackeln gemeint? Und zwar, wenn euer Charakter läuft oder sprintet, dass sich dein Bild nicht steif auf das, was geradeaus ist, fokussiert, sondern das Bild, wie wenn du auch läufst, sich ein bisschen wackelt. Oder auch, wenn du im Traktor sitzt und der Traktor über Huppel fährt, du nicht geradeaus schaust, sondern diese dynamische Bewegung hast, wenn du hoch und runter gehst. Schauen wir uns doch jetzt mal gemeinsam den Bereich der erweiterten Grafikeinstellungen an. Dahin gelangt ihr durch Drücken der Leertaste. Hier könnt ihr jetzt euer Hardware-Profil nochmal selbst gestalten, perfekt auf euch zuschneiden. Ich zeige euch einmal hier, wie ich das ganze Spiel spiele. Das heißt nicht, dass es für euch das Perfekte ist oder dass euer PC das mitmacht oder ihr das ohne Probleme spielen könnt, sondern das ist einfach ein Beispiel, wie man spielen kann. Bei der Kantenkleidung spiele ich persönlich auf 8x. Der Bereich des Anti-Aliasing und des Super Resolution habe ich in dem Falle auf aus. Das macht sehr viel Sinn auf anzustellen, wenn ihr eine Nvidia-Grafikkarte besitzt. Bei anderen lässt sich darüber streiten, ob das so sinnig ist. Schattenqualität spiele ich auf sehr hoch, ist, denke ich mal, selbsterklärend. Dasselbe gilt auch die Distanz der Schattenqualität. Die SSAO-Qualität
spiele ich auch auf sehr hoch. Lichtqualität ist selbstverständlich, spiele ich persönlich auf sehr hoch. Objektsichtweite, hier könnt ihr auswählen, wie weit ihr denn Objekte in der Ferne sehen könnt. Desto weiter ihr sehen könnt, desto mehr Leistung braucht auch das Spiel. Das heißt, es könnte eher zu ruckeln, zu wackeln kommen. Das Ganze könnt ihr in einem Bereich von 50 bis maximal 200 einstellen. Wenn ihr Probleme haben solltet mit der Performance, vielleicht in dem Bereich oder in den nächsten, wo ich das auch erwähne, vielleicht ein bisschen runterstellen und mal schauen, wie lässt sich denn dann damit spielen. Bei der LOD-Sichtweite gilt genau dasselbe. Die Auflösungsskalierung 3D, ganz klare Empfehlung, stellt dies nicht auf über 100%, weil ansonsten habt ihr keinen Spaß mehr wirklich im Spiel. Die Sachen werden verzerrt sein. Maximale Anzahl der Spiegel ist, wenn ihr im Traktor sitzt, wie viele Spiegel wollt ihr denn angezeigt bekommen? Manche haben nur zwei, aber es gibt im Spiel auch welche, die mehrere besitzen, und dann könnt ihr euch hier persönlich nochmal auswählen, wie viele will ich denn angezeigt bekommen. Die Texturfilterung, das ist das Beste, was ihr auswählen könnt, das Aniso 16x. Falls ihr Probleme haben solltet, dass euer PC nicht der stärkste ist, könnt ihr hier auch gerne mal versuchen, auf 8 oder sogar auf 4 zu spielen. Das könnte das Ganze schon verbessern. Schattenfilterung, selbsterklärend, spiele ich auf hoch. Terrainqualität auf sehr hoch. Die Pflanzensichtweite spiele ich persönlich auf 150. Hier gilt auch dasselbe. Wir haben hier eine Rate von 50 bis 200%. Der Pflanzenschatten, selbsterklärend, habe ich auf an. Volume Mesh spiele ich auf 200%. Hier gilt auch dasselbe. Falls ihr Probleme habt mit Rucklern, euer PC schafft es nicht, könnt ihr das ein bisschen runterstellen. Realistische Rundumleuchte. Was ist das? Und zwar ganz einfach erklärt, wenn ihr die Rundumleuchte bei eurem Traktor anhabt, das ist das gelbe Blinklicht, was sich auf dem Dach dann dreht. Das Realistische dabei ist, dass es sich in den Häusern, in den Fenstern oder in den Spiegeln, die auf der Map verteilt sind, einfach widerspiegelt. Texturauflösung auf hoch. Maximale Schattenlichter ist auch selbsterklärend, spiele ich auf 5. Hier könnt ihr auch gerne was anderes wählen. Shaderqualität, ganz klare Sache, sehr hoch. Die LOD-Sichtweite, hier haben wir auch wieder das Thema, ihr könnt zwischen 200 und 50 wählen. Wenn ihr Probleme habt, stellt es ein bisschen runter. Wolkendarstellung sehr hoch. Maximale Reifenspuren. Was ist hiermit gemeint? Und zwar, wie lange die Reifenspuren auf dem Feld, auf den Wegen bleiben sollen. Hier habt ihr eine Wahl zwischen 400 und 0. 400 ist hier echt schon lange, deswegen spiele ich persönlich gerne auf Mittelding auf 200. Und die Shading Rate spiele ich auf sehr hoch. Dann kommen wir mal zu dem dritten Reiter in den Einstellungen, und zwar in den Tastatureinstellungen. Hier könnt ihr eure Tastaturen belegen. Wie ihr seht, ich scroll gerne mal ein bisschen nach unten. Das Spiel hat sehr, sehr, sehr viel damit zu tun, dass man die Tastatur benutzt. Falls ihr mit einem Gamepad spielt oder einem Lenkrad, könnt ihr hier in den Tastatureinstellungen auch die ganzen Tasten einstellen. Unter dem vierten Reiter in den Optionen, und zwar die Eingabegeräte. In meinem Fall ist es nur eine Maus, weil ich spiele mit Tastatur und Maus. Hier könnt ihr die Empfindlichkeit einstellen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel mit einem Lenkrad spielt und einem Gamepad, dann könnt ihr hier das Ganze auch noch detailreicher einstellen. Jetzt würde ich sagen, wir gehen mal ins Spiel rein, weil da gibt es auch noch 1, 2, 3 Einstellungen, die ihr zu beachten habt. Wenn ihr ein neues Spiel startet, dann müsst ihr euch erstmal einen Charakter erstellen. Den ganzen Charakter könnt ihr sehr detailreich anpassen. Beispielsweise, ihr könnt die Frisur auswählen, ihr könnt den Bart auswählen, ihr habt die Möglichkeit, diverse Outfits auszuwählen, manche sogar, die schon vorausgewählt sind. Ihr könnt aber auch ganz einfach irgendwelche Oberteile mit diversen Hosen kombinieren. Dazu kommen noch Schuhe, Kopfbedeckung, Handschuhe und auch Brillen. Wenn ihr euren Charakter dann erstellt habt, im Spiel angekommen seid, dann werdet ihr gefragt, möchtest du jetzt eine kurze Tour beginnen, um die Grundelemente des Spiels kennenzulernen? Wenn ihr Neulinge seid, würde ich das euch empfehlen. Wenn nicht, dann ist das Ganze eigentlich überflüssig. Jetzt müssen wir in die Einstellungen. Wie kommen wir in die Einstellungen? Durch Drücken der Taste
ESC, Escape, auf eurer Tastatur gelangt ihr in den Bereich der Karte. Nun müssen wir in der linken Spalte auf das Zahnradsymbol, das ganz unten zu finden ist. Hier sind wir jetzt in dem Reiter der allgemeinen Einstellungen. Hier könnt ihr jetzt einstellen, wollt ihr das Hilfefenster an- oder ausschalten? Das ist das Ganze, was ihr oben links immer seht, welche Taste ihr drücken müsst, um zum Beispiel im Traktor auszusteigen, etwas anzukuppeln, abzukippen, den Mähdrescher anzuschalten und so weiter und so fort. Ob ihr den Modus für Farbblinde ein- oder ausschalten wollt, die Interaktionszonenmarkierung, wollt ihr diese an- oder ausmachen? Was ist das genau? Dazu findet ihr ein Video auf meinem Kanal, das blende ich euch gerade einfach mal hier oben ein. Das Thema der Infopunkte könnt ihr hier auch entscheiden, wollt ihr das aus oder ein haben. Hier findet ihr auch ein Video auf meinem Kanal, wie ihr das Ganze ein- ausstellen könnt, was sich damit zu tun hat überhaupt, was hat es für Nutzen für euch, was auch nicht. Das blende ich euch auch einfach mal ganz kurz hier oben ein, da findet ihr das. Das Thema der Feldinfo, selbsterklärend, könnt ihr auch entscheiden, ob ihr das an- oder aushaben wollt. Des Weiteren könnt ihr hier die Einheiten bestimmen, das heißt die Geldeinheit, wollt ihr in Euro spielen oder in Dollar. Die Maßeinheit, habt ihr Kilometer oder Meilen. Die Temperatureinheit, Celsius oder Fahrenheit. Und dann noch die Flächeneinheit, Hektar, Akres. Unter dem Bereich des Radios könnt ihr entscheiden, wollt ihr das Radio an oder aus. Oder auch den Radiobereich immer nur im Fahrzeug. Die Kamerasteuerung, Fahrzeugkamera zurücksetzen, bedeutet, wenn ihr von einem Traktor, ihr steigt in den Traktor ein, verändert die Kamerasicht, weil ihr bessere Sicht habt auf euren Anhänger, steigt aus, steigt wieder ein. Ob sich das Ganze speichern soll oder ob sich das Ganze dann nicht speichern soll. Innensichtskamera, die Federung. Wenn euer Traktor über Huppel fährt, dass das Bild nicht steif bleibt als geradeaus, sondern dass ihr einfach ein dynamisches Bild habt und mit nach oben und runter wackelt. Dasselbe gilt auch für die dynamische Fahrzeugkamera an oder aus. Die Y-Achse hier auch wieder. Immer darauf achten, dass diese nicht auf an ist, sondern auf aus. Das Thema der Steuerung, vereinfachte Kransteuerung, wenn ihr zum Beispiel Holz macht, würde ich euch empfehlen, das Ganze anzulassen. Krangeschwindigkeit, da müsst ihr schauen, wie bekommt ihr am besten damit klar. Ich persönlich habe hier 100%. Die Fahrzeugarmempfindlichkeit, wie empfindlich reagiert der Fahrzeugarm auf das Bewegen eurer Maus, habe ich auch auf 100%, müsst ihr schauen, individuell was passt. Lenkrückgeschwindigkeit, habe ich in dem Fall jetzt hier auf 100%, weil es ein neues Spiel ist. Spiele aber auch immer gerne 20, 30, 40%. Das ist immer ein Empfinden, wie man es selbst gerne hat. Lenkgeschwindigkeit ist in dem Fall jetzt hier auch auf 100%. Testet euch da einfach mal aus, was euch am besten gefällt. Richtungswechsel steht bei mir auf automatisch. Das bedeutet, wenn ihr jetzt geradeaus fahrt und dann rückwärts die Rückwärtsfahrtaste drückt, dass der Traktor nicht einfach anhält, sondern dass er anhält und auch gerade wieder dann direkt rückwärts fährt. Das könnt ihr auf manuell oder auf automatisch stellen. Gangschaltungsmodus bedeutet, jetzt in dem Fall auf Automatik, schaltet der Traktor Automatik von den ersten, zweiten, dritten und vierten Gang. Wenn ihr das Ganze auf manuell stellt, müsst ihr über die Tastenbelegung immer von den Gängen hoch und runter schalten. Den Tachoanzeigewert könnt ihr euch die Motordrehzahl anzeigen lassen oder die Geschwindigkeit. Auf den Zug wechseln würde ich euch empfehlen, das Ganze auszuschalten, weil wenn ihr durch die ganzen Maschinen, die ihr besitzt, tappt, ihr könnt mit Drücken der Taste Tab in den Maschinen switchen, auch wenn die irgendwo auf der Map verteilt stehen. Das heißt, ihr müsst da nicht immer hinfahren, die Maschine einsteigen, einfach auf Tab. Aber ich würde jetzt gerne zur Biogasanlage. Ah, da steht doch mein Traktor, Tab, Tab, Tab. Ach, dann bin ich da. Wenn ihr auf den Zugwechsel anhabt, kommt ihr immer wieder in den Zug rein, was natürlich auf Dauer störend ist, sei denn ihr wollt das. Hilfefenstertyp, denke ich, selbsterklärend. Die Helligkeit der Rundumleuchte ist auch selbsterklärend. Und dann kommen wir nochmal zu dem Reiter der Lautstärke. Hier könnt ihr dann nochmal im Spiel einstellen, wie laut soll die Lautstärke gesamt sein, im Fahrzeug, die Umwelt, das Radio und das Menü, in dem wir uns hier gerade befinden. Und zu guter Letzt kommen wir zu dem Reiter der Spieleinstellungen. Das findet ihr in der linken Spalte unter dem Punkt des Traktors mit dem Zahnrad. Hier könnt ihr zum Beispiel den Namen des Spielverstandes vergeben. In meinem Fall jetzt hier
mein Spielstand 1. Ihr könnt das automatische Speicherintervall zwischen aus und 15 Minuten stellen, wo das Spiel dann automatisch euren Spielstand speichert. Die Zeitskalierung, hier könnt ihr festlegen, wie schnell die Zeit im Spiel vergehen soll. Ihr könnt hier zwischen Echtzeit wählen oder auch, wie ihr seht, ganz weit nach oben. Der Schwierigkeitsgrad der Wirtschaft, hier ist es zu empfehlen, wenn ihr Anfänger seid, das auch auf einfach zu spielen. Natürlich, wenn ihr eine Herausforderung wollt, dann spielt das Ganze auch schwer. Verkehr ist selbsterklärend. Ihr könnt aber auch noch die Jahreszeiten einstellen. Zum Beispiel das saisonale Wachstum. Das bedeutet, wenn ihr jetzt im Winter Raps anpflanzt, könnt ihr das aber auch wiederum erst in dem darauf folgenden Frühling, Sommer dann ernten. Wenn ihr das Ganze ausstellt, könnt ihr in dem einen Monat Raps anpflanzen und ein, zwei Monate später wieder ernten. Das hat dann nichts zu tun damit, ob Winter oder Sommer ist. Tage pro Monat bedeutet, jetzt momentan mit der Einstellung ist ein Tag im Spiel, ein Monat vergeht. Das könnt ihr von 28 Tagen auf einen Tag stellen. Visuelle Jahreszeiten, hier könnt ihr zum Beispiel auswählen, ihr wollt jetzt nur den März, ihr wollt nur im Juli, im August, September, Oktober, November das ganze Spiel spielen. Schnee ist selbsterklärend. Pflanzen und Wachstum, Fruchtzerstörung, das heißt, ihr fahrt über ein bewachsenes Feld, dann ist da, wo ihr drüber gefahren seid, die ganze Frucht zerstört. Pflügen notwendig, ist, denke ich mal, selbsterklärend. Lesesteine sind die Steine, die ihr aufheben könnt, die auf eurem Acker liegen. Am Anfang zu empfehlen, das auf auszulassen. Kalk notwendig, müsst ihr alle 3 bis 4 Ernten euer Feld kalken, um trotzdem hohe Erträge zu haben. Unkraut, auch selbsterklärend, denke ich. Dann haben wir noch die Fahrzeugeinstellung. Hier könnt ihr bestimmen Schmutz, langsam, aus, normal und schnell. Automatischer Motorstart bedeutet, ihr steigt in den Traktor ein und könnt sofort losfahren. Er geht von alleine an. Oder ihr sagt, nö, ich möchte es manuell machen durch Drücken der Taste Enter. Stop-and-Go-Bremsung ist, denke ich mal, klar. Anhänger-Fülllimit. Was bedeutet das? Ein Anhänger hat immer ein gewisses Zuladegewicht. Wenn ihr das Ganze auf anstellt, könnt ihr nur maximal so und so viel dann reinladen. Auch wenn eigentlich noch mehr reinginge. Am Anfang ist es wahrscheinlich zu empfehlen, das Ganze auf auszulassen. Den Spritverbrauch könnt ihr zwischen niedrig, normal und hoch stellen. Dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt, und zwar den Helfern. Helferbetankung bedeutet, wie soll der Helfer mit dem Kraftstoff umgehen? Wenn du den Helfer einstellst, soll er einfach dir mehr Geld abziehen, weil er es direkt kauft? Soll er es aus deinem Traktor nehmen, den du dann selbst immer wieder voll tanken musst? Dasselbe gilt auch bei Saatgut, bei Dünger, bei Gülle oder auch bei Mist. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Falls du Fragen haben solltest, kannst du dich gerne unten in den Kommentaren an mich wenden. Da helfe ich dir sehr gerne weiter. Wenn du mir weiterhelfen willst, dann abonniere doch meinen Kanal, weil nur so bleibst du auf dem neuesten Stand, was im LS22 so vor sich geht.